Jo, hi Leute, hier ist Sebastian Glöckner und in diesem Video geht es um das Thema mit Udemy Geld verdienen, also Geld verdienen mit Udemy und zwar als Schüler. Das ist jetzt auch wieder so eine Sache. Ich bin jetzt auch schon längst kein Schüler mehr, voll der alte Mann, so mit 40 Jahren. Aber ich kann halt was zu sagen, weil ich nämlich einen Schüler betreut habe im Rahmen von Coaching. Der war 15, als wir zusammen angefangen haben zu arbeiten und der hat es halt geschafft. Und aus dieser Erfahrung kann ich jetzt mal ein bisschen was erzählen. Wenn dich das Thema interessiert, Geld verdienen mit Udemy, Geld verdienen mit Online-Kursen allgemein, dann bitte abonniere diesen Kanal. Dann hast du die neuesten frischen Infos, wenn in ein paar Tagen das nächste Video kommt. So, also, wer bin ich überhaupt? Warum kann ich dazu was sagen? Wenn du den Kanal schon kennst, ja, also Sebastian Glöckner mein Name, habe jetzt auch schon über 140.000 Kunden gewonnen, habe das halt als Nebengewerbe, Nebenerwerb, verdiene sehr, sehr viel Geld mit Udemy nebenbei und bin auch als Coach tätig und ich habe jetzt insgesamt auf verschiedenen Plattformen über 100 Kurse bereits veröffentlicht. So, also, und diese Geschichte als Schüler ist ja immer ganz interessant, weil ja, wenn ich jetzt als Erwachsener 500 € nebenbei verdiene, freue ich mich. Wenn aber ein Schüler das macht, ist es krass. Also, das ist quasi dann irgendwie nochmal zweimal das ganze Taschengeld oder so. Ich weiß jetzt nicht, was ein 18-Jähriger heutzutage als Taschengeld kriegt, aber ich denke mal schon, dass 500 € mehr oder weniger schon was bisschen Geld ist. Und bei uns war das halt so bei dem Coach hier, den ich halt betreut habe, der war 15 und ich habe ihm gesagt, pass auf, du hast nur eine Aufgabe, du musst einfach alles genauso machen, wie ich es dir sage. Ja, ich sag dir, wie du die Sachen erklärst, ich sag dir, welches Thema du als nächstes machst, von den Sachen, die er erklären kann natürlich. Und er hatte dann halt nach ganz kurzer Zeit, also nach wirklich alle, nach 3 Monaten oder so, hatte er 1.000 € im Monat und dann noch mal ein paar Monate später 2.000 € im Monat und das auch noch nebenbei als Schüler. Und das Tolle ist, dass er noch Aufträge kriegt zur Erstellung von Webseiten und seinen Expertenstatus, er hat auch jetzt einige tausend Teilnehmer bei Udemy, seinen Expertenstatus dann halt weiter aufbauen kann und dadurch halt auch neue Kunden gewinnt langfristig. Ne? Also das ist nicht immer so, dass dann halt jemand sagt, so, ich habe dich bei Udemy gesehen, bitte mach mir eine Webseite. Oft lässt sich dieser Zusammenhang nicht eindeutig darstellen. Ich mache da zwar auch viel Marktforschung, also Leute, die bei mir was kaufen, die frage ich dann auch, woher kennst du mich? Ne? Manchmal können die sich daran erinnern. Die sagen dann zum Beispiel von deinem Podcast oder von YouTube oder von Udemy oder so. Aber oft ist es halt auch so ein Mix, ne? Dass wenn du dann halt zum Beispiel einen Kurs, er hat halt einen Kurs gemacht, den wir zusammen veröffentlicht haben, über Webseitenerstellung und WordPress. Und das ist natürlich eine super gute Referenz. Ne? Okay, was ist da jetzt so, so besonders als Schüler? Also einmal halt das Geld, ne? Das heißt, wenn du jetzt, ich habe jetzt wirklich keine Ahnung, was ein Schüler, sagen wir mal, 200 €, 250 € Taschengeld kriegt im Monat und der verdient sich dann nochmal 500 dazu, ist natürlich extrem. Na, das heißt, du kannst dir auf einmal ein Auto leisten. Das heißt, du kannst auf einmal in Aktienfonds investieren. Na, du kannst ja, sparen, kannst Leute beeindrucken. Du kannst dich als Experte positionieren. Wenn du zum Beispiel, ich meine, hey, das ist vielleicht ein bisschen weit gedacht, aber wenn du später mal einen Job haben willst und fängst jetzt schon mal an, dich als Experte aufzubauen und hast dann vielleicht in 5, 6 Jahren Hunderttausende von Teilnehmern in deinen Online-Kursen, ist das schon nicht schlecht. Irgendwann muss man ja mal anfangen. Ich habe ja jetzt auch gerade erst bei YouTube angefangen und wie man so schön sagt, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich werde auch nicht direkt innerhalb von 2 Tagen irgendwie Zehntausende Follower bekommen oder so. Das ist halt ein bisschen Arbeit. Und deswegen lohnt sich das halt total bei Udemy auch schon früh genug anzufangen. Na? Und das Tolle ist halt auch als Schüler, klar, du lernst dann halt genau wie ein Erwachsener auch, aber ich glaube, dass ein Schüler da besonders stark von profitiert. Dieses freie Reden, vor der Kamera reden, keine Ahnung, ne? So mit der Stimme so ein bisschen spielen, dass man eben nicht anderen stecken bleibt, also mit den Videos, dass man eben so flüssig sprechen kann. Du hast halt dann ohne Ende Geld, ne? Aus deiner Sicht, weil, wie gesagt, wenn Erwachsene, die sagen immer direkt, wenn sie zu mir kommen, wann verdiene ich 5.000 € im Monat? Na? Also das ist halt viel, viel leichter, dann seine Ziele zu erreichen. Und das Coole ist eben heutzutage, da wir ja alle Zugang zu dieser Technik haben und diese, na, man, ich habe natürlich jetzt mittlerweile sehr, sehr teures Equipment, weil ich mir das mittlerweile leisten kann und kaufe mir den teuren Mac und so weiter. Aber diese grundlegenden Sachen, Licht, Kamera, Mikrofon, das kostet ein paar hundert Euro. Ja, also das ist jetzt nichts, wo du jetzt großartig
da jetzt im Nachteil bist. Du kannst dich einfach hinsetzen und das ist halt auch das Tolle als Schüler, weil du weil ja sozusagen alles so frei ist und die Zugänge so frei sind. Es merkt ja keiner, ob du 16 bist oder 60. Ne? Es sei denn, du hast noch irgendwie eine sehr, sehr junge Stimme und willst was erklären. Dann könnte es vielleicht ein Problem werden, ne? Wenn du eine ganz, ganz junge Stimme noch hast. Ne? Das könnte es vielleicht ein Problem werden. Aber allgemein ist das so, du hast die gleichen Chancen mit 18 wie ein 38-Jähriger. Und du hast die gleichen Chancen mit 18 wie ein 48-Jähriger. Und das ist so faszinierend. Ja? Das heißt, du kannst jetzt hingehen, du kannst deine Online-Kurse machen, du kannst sie verkaufen, du kannst dein Wissen zu Geld machen, du kannst dir vielleicht auch mal neue Sachen aneignen und die dann halt erklären. Ne? Und zu neuen Themen, die erarbeiten, da Experte werden. Das lohnt sich natürlich auch total. Und deswegen möchte ich es dir empfehlen, wenn du Schüler bist, fang an mit Online-Kursen. Es lohnt sich total, in diese Welt reinzugehen. Wenn du da Hilfe brauchst, kannst du mich auch gerne ansprechen. Obwohl das wahrscheinlich dann für einen Schüler wahrscheinlich zu teuer ist, ein Coaching dann vorher zu kaufen, muss ich ja auch zugestehen. Aber wie auch immer du es machst, du solltest auf jeden Fall anfangen, wenn du dich dafür interessierst. Selbst wenn du es nicht schaffst, am Anfang direkt viel Geld zu verdienen, du wirst immer diesen Expertenstatus haben und du wirst immer diese Kurse haben, die du auch auf anderen Plattformen noch verkaufen kannst. Ja, das kann dir auch keiner mehr wegnehmen. Jo, also das war mein Senf dazu. Bitte like nach oben, wenn es dir gefallen hat. Like nach unten, Dislike, wenn es dir nicht gefallen hat und unbedingt Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns nämlich wieder in ein paar Tagen. Und ansonsten macht's gut und bis später. Euer Sebastian Glöckner.